Das Fest der Sieben. Und endlich war es soweit. Der große Tag und vielleicht eher noch eine besondere Nacht standen bevor. Lydia und all ihre Freunde waren für einmal schon früh am Morgen munter und überprüften ein letztes Mal, ob auch alles genügend vorbereitet war für das Fest der Tiere, zu dem sie geladen hatten. Die Mäuslein hatten einen guten Job geleistet und weiterum zum Kommen aufgefordert und hatten versichert, dass die meisten der Tiere zugesagt hatten. Es war allerdings auch von gewissen Schwierigkeiten die Rede gewesen, von Ängsten und Misstrauen, von Zweifeln und Feindschaft, denn auch in der Natur, auch zwischen den Tieren und anderen Wesen, gibt es sehr viel Konkurrenz, viel Kampf und gegenseitiges Auffressen. Deshalb hatten die Tiere Furcht voreinander und vor allem natürlich auch Angst vor den Leuten. Aber andererseits war ihnen das Wissen um die Einheit des Ganzen doch schon noch viel näher als bei den Menschen und die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies nicht so fremd. Deshalb waren sie trotzdem alle bereit, am Treffen teilzunehmen und einen Versuch zu wagen. Und so näherten sich also im Morgengrauen allmählich ganze Scharen von verschiedenartigen Tieren. Zuerst sehr vorsichtig, verhalten und zögerlich, sah man sie am Rande der Lichtung herumlungern. Aber allmählich waren sie sich dann doch hervor und versammelten sich im Garten, vor dem Schloss. Die Rehe waren gekommen und die Hirsche, die Eichhörnchen und die Käuze, vielerlei Vögel überhaupt und schließlich das Bodenbewohnerteam, zum Beispiel die Mäuse und die Maulwürfe, aber auch der Fuchs hatten sich aus einer Höhle gewagt und die Schmetterlinge kamen geflattert. Und sogar die Schnecken krochen allmählich aus dem Gebüsch hervor, genauso wie die Würmer. Hasen hoppelten im Gras herum, über das Spinnen und Käfer krochen. Und die Fledermäuse hatten für einmal einen Tagesschlaf geopfert, ob das wohl ging, und hingen mit wachen Augen von den Ästen der nahestehenden Bäume. Viele und viele waren eingetroffen, und in großer Zahl nicht nur, weil sie sich einen schönen Tag und ein gutes Essen vorerhofften, sondern vielmehr getrieben vom Wunsch der Entzweiung zwischen Mensch und Tier, zwischen Tier und Tier, zwischen allen Entscheidungen wieder ein Ende zu machen und zur Einheit zu führen. Bald kam ein Gespräch in Gang, in welchem die Mäuse, welche sich natürlich im Impulsgeber für diesen Anlass äußerst wichtig fühlten, einen führenden Rolle spielen. Zuerst beschäftigte man sich notgedrungen mit der Schlichtung von alten Fehden und Streitigkeiten. Die Hühner, die vom Bauerhof nebenbei herbeigegackert waren, klagten den Fuchs an, die Mäuse, die Raben und alle zusammen die Menschen natürlich. Zuhören war angesagt, einfach zuhören, damit jeder seinen Kummer loswerden konnte, sein Leid deponieren konnte. Lydia war gewohnt zuzuhören, alles mitzutragen, mitzufühlen und dem Schweren und Unerlösten, das aller Kreaturen aufgebürdet scheint, mehr oder weniger, denn sie wussten, dass Lieben zuerst einmal auch immer schwer ist, mittragen heißt. Aber bis zum Mittag war endlich alles ausgesprochen. Die Stimmen kamen allmählich zur Ruhe und man schaute sich um, ob es vielleicht etwas zu essen gäbe. Und auch jene, die sich aus Liebe zurückgezogen haben, trugen ihren Teil dazu bei, damit es alle eines Tages verstehen durften. Welch eine Freude! Denn da war sie wieder, die Angst. Angst, oh je! Nur bei Unwissenden und Unwahren ist sie normalerweise vertreten. Oder auch bei gewissen Wesen, die traumatisiert wurden, die ganz schlimme Dinge in der Vergangenheit erleben mussten, die ausgeschlossen wurden, verurteilt wurden oder zu Unrecht manchmal tagelang eingesperrt wurden. Dort kannte man die Angst noch. Sie war nicht nur immer ein Gegner, sondern immer ein Zeichen, dass noch neuem gut hingeschaut werden musste. Denn Angst ist nichts weiter wie ein Hinweisgeber, der die Menschen wie aber auch die Tiere auf etwas aufmerksam macht, wo man genauer hinschauen durfte. Denn jeder wusste, dass irgendwann andere zugegen war, dem er normalerweise als Nahrung diente und der ihn vielleicht sogar fressen wollte. Aber als Lydia ihre Zauberkünste zeigte, mit der kleinen Hexe zusammen natürlich, Tafel um Tafel auftragen bzw. heranfliegen ließ und jedes der Tiere darauf etwas Köstliches für sich finden konnte, beruhigten sich alle und begannen sich auch immer mehr zu durchmischen.
waren anfänglich nicht nur einzelne Sippen, noch sehr für sich gelagert gewesen, die Mäuse weit ab von den Raben, die Hühner in sicherer Distanz zu den Füchsen, die Reihe fern von den Menschen, kam nun allmählich Vertrauen auf, endlich, so dass sie alle noch zueinander gesellten. Welch eine Freude, welch ein Zusammentreffen, wo jeder sich selbst sein durfte und einfach das Vertrauen hatte, dass er von den anderen akzeptiert wurde. Fabelhaft, ein Wunder. Aber Lydia zeigte ihnen auf und sie erkannten, dass das Wunderbare nicht mehr unter uns wohnt, weil wir ihm keinen Raum lassen, sagte sie, dass wir uns in der Folge in einen endlosen Lebenskampf gegenseitig jagen und ausbeuten müssen, dass die Feen sich deshalb zurückgezogen haben und ihre Zauberei nicht mehr zur Verfügung stellen können oder häufig auch gar nicht mehr wollen, weil sie es einfach nicht ertragen können oder gar selber böse geworden sind, die Magie benutzen, um Leid zu verursachen, statt um Freude zu bereiten, wie die dummen Unwissenden, dummen Gauner. Und dass dies alles ein großes Unglück ist und es in unserer Hand liegt, es wieder zu verändern, wieder zu korrigieren, noch einmal, im letzten Atemzug noch zu wissen, dass wir eigentlich im Paradies leben würden und müssten, dass wir mit dem Zauber leben können, du weißt schon, Physik, Raumfalten, Zeitverschiebung und all diese sehr spannenden Dinge, M gleich MC2, Wunder eben. Das Unglaubliche, dass wir das Unerklärliche gegen das Unersättliche eingetauscht haben und nun daran leiden, darin verbannt sind, ausgeschlossen aus dem Paradies, für das wir eigentlich gedacht waren. Und alle begriffen indes, sie, die erreichten Angebote sahen, welche Lydia und die kleine Hexe an dem Nichts auftauchen ließen. Und kaum einer spürte, jedenfalls nur für den Augenblick, noch den Drang, einen anderen zu töten und aufzufressen. Sie überlegten sich, eventuell eine neue politische Partei ins Leben zu rufen. Die neue Mitte wollten sie es nennen. Etwas, das sowohl die Linken wie auch die Rechten zusammen an einen Tisch bringt, um für Volk und Vaterland und schließlich für die gesamte Welt und darüber hinaus einen Weg zu führen, der integer ist und wo die Tiere wie die Menschen und alle Lebewesen zusammen mal eine Einigung erzielen, wie sie all die Gottesgnaden und Gottesgeschenke unter einen Hut bringen würden. Sie einigten sich darauf, Allum nannten sie es, und sie wollten es eigentlich so machen, dass jeder dort sich selbst sein durfte, aussprechen durfte und aufzeigen könnte, was dieses Lebewesen denn zu lieben gedenke, und dass jedem Lebewesen, das es verantworten kann, auch die Chance gewährt werden darf, sich bedingungslos mit Liebe auszudrücken. Auch wenn es nicht immer das Gleiche ist wie die anderen, so wusste man um die Vielfalt und das natürliche Gleichgewicht, das weit darüber hinausging, einfach andere aufzufressen oder einfach so hängen zu lassen, sondern in Wahrheit aufeinander zuzugehen wusste, ohne Angst, ohne abgeschreckt zu werden, so wie nur Feen und Tiere das wirklich können und verstehen. Und die alten Zauberer natürlich, die sich noch längst zur Ruhe gesetzt haben und einfach sagen, wenn ihr mich braucht, wenn ihr uns braucht, dann könnt ihr auf uns zukommen. Und wenn ihr die Angst überwunden habt und die Vorurteile abgelegt, dann erkennt ihr, dass es auch ein Jesus ist, der uns ausmacht. Denn ihr wisset dann, die Legenden sind wahr und wir werden euch keinesfalls einfach so töten und auffressen, weil wir Respekt und Anstand haben. Lydia, deine Auszeichnung wirst du bekommen, dachten sie. Und so setzten sie sich wieder zusammen und es ging schon gegen Abend, als Lydia zunehmend Bauchschmerzen bekam. Wen nennt man das? 7 Monate, genau 7 Monate waren jetzt vergangen, seit der wunderbaren Mondscheinnacht mit dem sogenannten Prinzen im letzten Herbst. Und es schien, dass zur Krönung des Anlasses, der in der Nähe, hinein, im Jahr auch als Mondscheinfest vorgesetzt werden sollte, Klein Rosalind geboren werden wollte. Warum Lydia überhaupt wusste, dass sie ein Mädchen gebären wurde? Ha, das ist wahrscheinlich ganz normal. Nein, nein, es war nicht der Gynäkologe, der Frauenarzt, der es ihr kundgetan hätte. Feen wissen solche Dinge unmittelbar, direkt, wie ganz feinfühligen Menschen ebenfalls. Schon in der Nacht der Zeugung hatte sich das Wesen, das sich in Lydias Bauch niederlassen wollte, angekündigt.
Über das Kopftelefon natürlich. Und auch die anderen Hotzenplotz und der Feenprinz und alle hatten später gelegentlich Kontakt zu ihm gehabt. Und alle wussten unmittelbar, nahmen es sie wahr, dass da ein kleines Mädchen darauf brannte, zu ihnen zu kommen. Das war kein Geheimnis, so wie dem, der erwacht ist, für die tiefen Geheimnisse des Seins nicht ein Geheimnis ist. Alles liegt für ihn offen da, wie ein aufgeschlagenes Buch, in dem er nur noch zu blättern braucht. Ich hoffe, du hast es noch nicht vergessen. Lauschen nach draußen in die Weite der Welt hinaus und natürlich nach drinnen in die Tiefe deiner eigenen Gefühle. Das ist der Eingang, das ist der erste Schritt, das Paradies kommt daraus. Das Paradies ist innen. Wenn man es von innen betritt, beginnt es sich zu entfalten. Aber unerklärlich, gegen alle Vernunft sollte man meinen. Man kann es nicht immer mit Worten erklären, aber es ist ein guter Weg, es den Menschen weiterzubringen. Auch heute war es nämlich eine wunderbare Vollmondnacht, ein frühlingshafter, diesmal welche Silberglanz und junge Knospen und durchsichtige helle Blättchen legte. Ein Leuchten und Vibrieren lag in der Luft, und der Mann im Mond schien heute nicht zu klagen, sondern sogar laut zu lachen. Die Tiere waren fast alle noch geblieben. Niemand schien Lust zu haben, nach Hause zu gehen. Alle waren glücklich und wollten sich aus der einigen Gemeinschaft, die sie zwischen sie wachsen fühlten und die im Verlaufe des herrlichen Tages zunehmend aufgekommen waren, kaum mehr loslösen. Und alle wollten dabei sein, wenn dieses Kind kommen würde. Nun, das bald die Herzen aller erfreuen sollte. Etwas abseits vom Trubel hatte sich Lydia mit ihrem Mann und der kleinen Hexe eingerichtet. Auf dem trauten Platz am Weiher, wo sie Rosalind schon gezeugt hatten. Da, wo Rosalind viel, viel später ihren Lieblingsplatz einrichten würde. Es war eine stille Nacht und eine warme. Die reglosen Tannen schauten stumm auf das Geschehen zu ihren Füßen und im Schilf hörte man kein Geflüster mehr wie sonst. Die Welt schien innezuhalten, anzuhalten, als sie kam. Rosalind, kein Lüftchen regte sich und alles schien den Atem anzuhalten. Und ein Mond stand schweigend und scheu am Himmel. Groß und doch rund und leuchtete fröhlich, so wie er schon lange nicht mehr geleuchtet hatte. Gogol. Unser heiliger Joshuan heißt auch Köbi. Das ist sein Kosename. Er liebt es, so genannt zu werden, jedenfalls von uns, seinen Eltern. Köbi alias Joshuan besaß ein Büchlein mit einer Geschichte drin. Das Büchlein hat er verloren. Und die Geschichten haben wir vergessen. Wir wissen auch nicht mehr, wo man das Büchlein bekommt. Ich glaube, er hat es in einem Kaufhaus erhalten. Es war nur so ein ganz kleines farbiges Heftchen mit einem ganz kurzen Geschichte drin. Aber der Gogol, von dem darin die Rede ist, der hat uns weiter beschäftigt. Den Köbi nicht und die Rahel. Am Abend jeweils, wenn wir Geschichten erzählt haben, der Gogol ist ein Mann. So einer mit einem Schnabel, ähnlich wie der Gobi. Kennst du vielleicht den Gogol? Wahrscheinlich nicht, aber bestimmt kennst du den Globi. Beide sind wahrscheinlich artverwandt, nur der eine ist wahrscheinlich die eine Seite und der andere der andere. Und trotzdem können sie Freunde sein, sie erkennen sich nämlich wieder. Von der eigenartigen Geschichte Gogols will ich euch heute berichten. So eines Tages traf nämlich Lydia, als sie im Wald in der Umgebung ihres Schlosses spazieren ging, auf einen Mann mit Schnabel. Inzwischen war es Winter geworden. Dank Klein Rosalind hatten die Schlossbewohner eine ruhige Zeit hinter sich. Lydia wusste sofort, dass das Gogol sein musste, da ich ihr mitgeteilt hatte, dass der Köbi diese Geschichte liebt. Die Geschichte von Gogol, dass er aber das Büchlein dazu verloren habe und dass wir die Geschichte vergessen hätten, dass wir uns nur noch an die Hauptperson der Geschichte, nämlich an Gogol, erinnerten. Den Mann mit Schnabel, Lydia, fragte deshalb den Mann, der ein bisschen verwirrt wirkte und ziellos herumzustolpern schien. Ja, hallo, bist du nicht etwa Gogol? Gogol, antwortete dieser, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich glaube nicht, dass ich Gogol bin. Ja, wer bist du denn? Bohrte Lydia weiter. Vielleicht der Globi, von dem ich dir schon viel gehört habe?
Das ist es ja eben. Gogol bzw. der Mann mit dem Schnabel suchte ein betrübtes Gesicht zu machen. Irgendwie habe ich meine Geschichte verloren. Sie ist mir einfach mal abhanden gekommen. Ich weiß einfach nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß nicht, wohin ich gehöre. Ich weiß nicht, woher ich komme. Ich weiß auch nicht, wohin ich gehen soll. Seit einiger Zeit strolche ich einfach in der Welt herum und suchte meine Geschichte. Aber ich weiß nicht, was passiert ist, wie es gekommen ist und nicht, was vorher gewesen ist. Ich habe sie einfach vergessen, wurde sozusagen befreit, aber mit vielen Fragen auf den Weg geschickt. Dann musst du Gogol sein, rief Lydia aus. Dann musst du Gogol sein. Lydia benannte ihn, war aber zuerst ganz begeistert. Das muss mit dem Kirby zu tun haben. Mit dem Joshua, meine ich. Der hat das Buch über dich verloren, in dem deine Geschichte drin stand. Und er hat sie euch auch vergessen und sucht sie auch. Das muss sich irgendwie auf dich ausgewirkt haben. Das hat mit diesen geheimnisvollen Dingen zu tun. Mit Telepathie, mit den Schicksalskräften, mit unerklärlichen Zusammenhängen, mit Synchronizität, redete sie auf den armen Mann mit Schnabel ein. Dieser Begriff anfangs gar nichts. Synchronizität? Ja, was ist denn das? So etwas habe ich noch nie gehört. Kann man das essen? Und wer ist der Köbi? Der Joshuan Köbi. Ich begreife kein Wort. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Seid ihr verrückt? Sagte er. Es tut mir leid. Du kannst mich auch nicht verstehen, entschuldigte sich Lydia nun. Ich habe und war nur gerade überwältigt von der Offensichtlichkeit gewisser wunderbarer Dinge. Hast du denn noch nie von dem Jungsbegriff der Gleichzeitigkeit zusammengehörender Dinge gehört? Carl Gustav Jung, Synchronizität nennt man das, oder von der Tatsache, dass die Affen im Basler Zoo die Kartoffeln zu schälen beginnen, weil diejenigen im Neuguinea gerade diese Möglichkeit entdeckt haben. Oder verwirrt dich das? Ist es so, dass du es nicht begreifst? Kennst du das etwa nicht? Fürchtest du dich davor? Schämst du dich? Oder ist es dir doch irgendwie aufgefallen? Oder von diesen Phänomenen, die nur die Elementarteilchen, dummerweise habe ich gerade vergessen, wie man das nennt, die Moleküle vielleicht, oder die Atome. Aber ja, du kennst das sicher. Ist doch etwas ganz Natürliches, ein Wunder eben, eine Gnade. Wenn eines sich am anderen Ende des Universums nach links bewegt, bewegt sich ein anderes hier gleich neben mir nach rechts, weil alles zusammenhängt, unerklärlich und doch wunderbar zusammenhängt, ereignete sich die Lydia von neuem. Wenn du nur wüsstest, was ich dir erklären will. Aber so geht es mir mit den meisten anderen Lebewesen. Sie tun vielleicht manchmal auch nur so, weil sie es einander verbergen wollen, weil sie Angst haben voreinander. Oder aber sie sind wirklich begriffsstutzig und hören nicht und sehen nicht, können nicht sprechen, obwohl sie sprechen und hören und sehen können. Doch sie begreifen nicht, was es wirklich heißt, das Ganze zu sehen. Das ist etwas, was viele nicht begreifen. Und der Preis ist, dass du einfach unheimlich für die Normalen wirkst. Sie fürchten sich, doch du scheinst mir nicht diesen Eindruck zu machen. Aber trotzdem scheint es dich nicht ganz zu verstehen. Es ist in Wahrheit so, manchmal muss man vielleicht erst in das hineinwachsen. Und Gogol sagte, nun kapiere ich nämlich gar nichts mehr, murrte Gogol und drehte sich um sich selbst auf der Suche nach den Elementarteilchen, das sie gleich neben ihm nach rechts bewegen sollte. Wollte er etwa nichts sagen? Wollte es ihr verheimlichen? Gute Frage. Bin ich denn verrückt oder bist du es? Erkundigte er sich schließlich. Was habe ich denn mit den Elementarteilchen zu tun? Und wer ist denn dieser Junge, von dem du redest? Ich glaube, du willst mich auf den Arm nehmen. Überhaupt nicht, beteuerte Lydia. Aber mir ist es schon klar, dass du mich noch nicht verstehen kannst. Ich muss dir zuerst ganz alles ganz genau und von vorne erklären. Welch eine große Chance. Lydia war sehr weise. Und so kam es, dass Lydia mit Gogol nach Hause eilte, an einem klaren, klirrenden Wintermorgen, und sich mit ihm in die warme Küche setzte. Nachdem sie den hungrigen Mann etwas vorgesetzt hatte, begann sie ihm zu berichten. Sie redete von Köbi, der eigentlich ja Joshua heißt, und vom Buch, das verloren gegangen war, von sich selbst und ihrem Schloss und ihren Freunden, vom Telefon in ihrem Kopf
und der allabendlichen Verbindung zum Telefon in meinen Kopf oder in unseren Kopf. Von all ihren Abenteuern und den täglichen Geschichten, die daraus für die Rahel und den Joshua entstanden sind, sie erzählte ihm von Gogol, dessen Geschichte niemand mehr wusste, und sie erzählte ihm von den Zusammenhängen solcher Dinge, von den Raumfalten und Elementarteilchen, von den Synchronizitäten und Zeitverschiebungen. Mit einem Wort, sie erzählte ihm vom Wunder des Lebens, vom Geheimnis, das alles innewohnt, das man nur erleben, aber nie ganz verstehen bzw. aussprechen kann, wenn auch nur schleierhaft. Bis Gorgol alles kapiert hatte und alles, auch dass Young kein Junge, sondern ein großer Physiker und Psychologe war. Und dass es auch Atome und Moleküle gibt, die ebenfalls eine Bedeutung haben, genauso wie die Tiere, aber auch die weiterentwickelten Männer und Frauen und Menschen generell. Die Menschen sind zwar dort sehr wählerhaft und sie erlauben es noch nicht, genaue Rückschlüsse zu machen. Sie nennen es oft verrückt, wenn man mit solchen Fragen kommt. Doch das haben die beiden längst eingesehen. Sie akzeptieren sie, so wie sie sind. Denn das muss ich wohl der Gogo sein, meinte der Mann. Mit Schnabel. Schließlich nachdenklich, als er alles verstanden und begriffen hatte. Aber weiter weiß ich nun trotzdem nicht. Meine Geschichte habe ich trotzdem verloren. Vielleicht war er eine Weiterentwicklung des Übermenschen, wie Nietzsche ihn aussprechen würde. Dass die Menschen plötzlich Schnäbel hatten. Vielleicht gehörte das zu einer Weiterentwicklung ihres Seins. Wer weiß, dieser Nietzsche hat sehr viele Ideen gegeben. Das wusste auch Lydia. Inzwischen hatten sie natürlich die meisten der Freunde von Lydia den beiden in der Küche hinzugesellt. Diesmal war es Mun Bavu, das letzte der 10 kleinen Negerlein, der Gogol die Erleuchtung brachte. Vielleicht ist es bei dir wie bei mir. Ich habe meine alte Geschichte auch verloren. Darin wäre ich elendiglich zugrunde gegangen. Ich habe sie einfach aufgegeben. Aber hier habe ich eine neue Geschichte gefunden. Ich entdeckte sie täglich von Augenblick zu Augenblick. Vielleicht bist du im Wald über Lydia gestolpert, weil auch du bereit bist, in die neue Geschichte einzutreten, hier mit uns zusammenzuleben und sie jeden Tag neu zu erfinden. Welch ein Wunder, was für eine Magie, was für ein Glück. Ananda könnte man es nennen. Natürlich brauchte es noch einiges, noch vieles, bis Gogol alles klar war. Viele Stunden saßen sie zusammen in der Küche oder wenn die fahle Sonne den Platz vor dem Haus über weiß gekappte Tannen hinweg ein bisschen erwärmte. Im Garten oder am Teich, aus den Stunden wurden Tage. Aus den Tagen wurden dann Wochen und aus den Wochen wurden schließlich Monate. Und bevor Gogol so richtig kapiert hatte, was mit ihm geschehen war, war er schon längst ein Mitglied von Lydias Zirkel geworden und fand in ihrem Kreis seine neue Aufgabe, der Gesegnete. Er schloss sich bald Wumbawu und Hotzenplotz an, zu denen er sich besonders hingezogen fühlte, was er auch durfte, und richtete sich mit ihnen im Wächterhaus am großen Tor zum Schlossgarten ein. Endlich hatte das dritte Zimmer, das Hotzenplotz vorsichtig gleich am Anfang im Wächterhaus eingebaut hatte, seinen Bewohnern gefunden, und Gogol begeisterte sich dafür, ein Leibwächter zu werden, ein Leibwächter für Lydia und den Feenprinz und die anderen. Und wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, kam er gerade rechtzeitig, wie fast immer. Sonst wäre womöglich ein Unglück passiert. Aber Geduld, sage ich dir, Geduld, zuerst wollen wir sie doch noch schauen, wie es inzwischen all den anderen geht, den Geduldigen wie den Ungeduldigen. Lydia war natürlich viel mit Rosalind beschäftigt und dies wuchs zu einem prallen, fröhlichen Kleinkind heran. Und das bald zum Liebling des Schlosses und seiner Umgebung wurde. Sogar die Herzen des alten Zaubereropas und der langsam gebrechlich werdenden Feenoma im alten Schloss ganz hinten im Wald, der Eltern von Lydia wussten, kleine Rosalind einzunehmen. Und noch bevor sie kriechen konnte, ließ sie manchmal durch einen Schnipsen ihrer Finger kleine Blitze oder farbige Wölkchen entstehen und zeigte dann an, dass sie genauso wie ihre Mama und ihre Vorfahren zum Zaubern berufen war, was natürlich normal war. Aber natürlich wurden die nächtlichen Ausflüge nicht eingestellt. In dieser Zeit, aber sie traten für eine Weile doch ein bisschen in den Hintergrund.
aber allen war klar, dass sie die Hauptaktivität des Schlossbewohners bleiben würden und dass schon bald, wenn Rosalind etwas größer sein würde, diese dann auch mitfliegen würde, in der Nacht auf dem wunderbaren blauen Teppich. In tausend Geschichten katapultierten sich die wagemutigen Abenteurer hinein und sie nannten den Teppich von da an Saphira, in Gedenken an den großen Drachen aus einer ganz großen anderen Geschichte. Einfach so, weil er blau war, weil er gemütlich war und weil er treu war. In all die alten Unglücksgeschichten aber, in denen es jemand zu lösen, etwas zu helfen, jemand zu befreien gab und auf die eine oder andere Weise verstand es Lydia immer wieder, das Unglück dieser bekannten und immer in den gleichen Muster ablaufenden Geschichten zu wandeln, ohne ihnen etwas wegzunehmen, sondern indem sie ihnen vertraute und in dem Fall nur befreite von jenen Sachen, die ihnen nicht gut taten oder die sie sowieso nicht brauchten, aber immer ehrlich und immer in Angesicht des völligen Vertrauens, so wie es Feen am allerbesten mit all den anderen Arten tun können. Und in das Glück der neuen Geschichte kann man dann hineingleiten. Jede Geschichte fand in Lydias neue Geschichte einen heiteren, fröhlichen, beglückenden Ausgang. Sei es die Geschichte von der bösen Stiefmutter in Aschenputtels Leben oder die faule Marie bei Frau Holle oder gar diejenige der unzähligen hineingemetzelten Indianer in Winnetous Ausschweifungen. Oh je, alle fanden ihren Platz, ihre neue lebensfreundlichere Ausrichtung durch Lydias Hilfe. Was für ein Segen! Unbezahlbar, ehrlich und voll zufriedenstellend, wenn es denn nur auch jemanden erreicht, der das Herz dafür geöffnet hat. Aber allerdings konnte sie nicht alles aufs Schloss mitnehmen. Die meisten bekamen durch ihre Zauberei lediglich einen neuen Impuls und ihre eigene Geschichte zu einer neuen werden zu lassen, und nur gelegentlich verirrte sich einer zu der freudvollen Gesellschaft in Lydias Palast, wie eben dann Gogol, weil ihm seine Geschichte völlig abhanden gekommen war, weil er sie überwunden hat und weil er ein neues Wesen geworden ist, weil er dazu gerufen wurde, etwas Neues zu sein. Und so konnte Lydia mit Gogol endlich in Beziehung treten. Kennst du vielleicht noch irgendwelche Geschichten, die kein glückliches Ende kennen? Oh ja, da gibt es sicher viele, aber das wollen wir ändern. Jedenfalls nicht für die alle Beteiligten, in denen die Guten zwar vielleicht siegen, aber die Bösen immer irgendwie untergehen oder etwas Neues gründen werden, einsam bleiben, keine Heimat finden, so wie auch die Guten, bei denen es ebenso ist, weil die Menschen angefangen haben, Angst vor der Liebe zu haben. Tragisch, tragisch, heutige Zeiten, Satzfehler, Ungleichnisse und wieder ein Martyrium, weil die Unordnung überhand nimmt und die Ordnung in den Herzen aller erst wieder erblühen muss. Vielleicht kannst du dir Lydias Kraft ausleihen und zu Hilfe nehmen und die Geschichte neu denken oder fühlen, sie zu Ende denken, nicht Ruhe geben, bis jeder und alle glücklich sind darin. Was meinst du? Das ist soeben geschehen. Vielleicht könntest du damit der Lydia unter die Arme greifen. Vielleicht könntest du sie dazu beitragen, dass die Welt ein schönerer Ort wird, der nicht von so vielen Einsamen bevölkert wird. Einsamen, die dann zu bösen und schließlich verfolgt und unterdrückt werden oder immer wieder geprüft werden für etwas, was andere verbockt haben, helfen, dass wir endlich in einer reichen Welt daheim sind, in der die Verlassenen nach Hause geführt werden, sodass sie nicht böse werden müssen und sich nicht aufdrängen müssen, sondern wo wir wissen, wir können euch und mir und uns und allen Wesen und der Lydia und allen Teilnehmern eine freie und glückliche Welt schenken, für ein friedliches Miteinander mit allen Arten. So wie wir das in den nächsten Kapiteln mit Gogol und den Einbrechern erleben werden. Einbrecher, was für ein Wort! So etwas wie Verbrecher gab es bis dahin gar nicht in ihrer Welt. Das wird eine spannende Geschichte sein, doch die werde ich euch ein anderes Mal erzählen. Passt auf die Geschichte auf und hört Lydia, wenn sie zu euch kommt. Sie ist wie die heutige Corona, etwas, was man nicht verstehen kann und trotzdem verstehen kann, wenn wir wissen, dass beides ein Gegensatz ist und trotzdem wieder nicht. Denn die Feen und die sogenannten Viren, die kennen sich schon seit langem. Sie haben schon längst ein Überabkommen getroffen.
dass die Menschen einfach auch ab und zu mit ihnen in Beziehung treten müssen, weil sie einfach auch dafür fähig sind, sie für einen Moment weiterzuentwickeln, zu beheimaten, bis sie schließlich weiterfliegen. Doch sie fürchten sich davor. Doch Lydia überlegt sich, einen Zauber auszulösen, der die Menschen von ihrer Psychose, wie sie sie nennen, heilen dürfen und könnte. Sie laufen nämlich sonst mit Masken herum, fürchten sich voreinander, schrecken sich ab, lassen sich künstlich impfen. Ein Wahnsinn. Als sie diesen kleinen Einblick in die Welt erhalten hat, dachte sie, ho, da müssen die Menschen zuerst aus dem Mittelalter der Neuzeit heraus. Sie lachte innerlich. Zeit, was ist das schon? Elemente, was ist das schon? Leben will sie, leben und geliebt werden und endlich auch mal wirklich jemanden haben, wie den Gogol zum Beispiel, der sie ganz versteht und sich nicht aufdrängt, sondern einfach ein Freund sein will. Einfach einer, der zu ihr steht, der zu den anderen steht und zu sich selbst einen Weg gefunden hat, seine Weiterentwicklung anzunehmen und nicht überdrüssig zu werden, dass er momentan noch sehr einsam und alleine ist. Wir werden hören und sehen, wohin es führt, und grüßen an dieser Stelle alle, inklusive unseren Alexander, dem wir in der Geschichte auch wieder eine Rolle geben wollen. Denn er hat sich in dem Moment in dieser Geschichte sehr zurückgehalten. Doch er weiß ganz genau, was Freundschaft ausmacht und was Freundschaft ist. Und er weiß auch, wie vermessen manche Menschen sind, die sich fürchten vor seiner starken Zauberkraft, weil sie uneins sind mit ihm, mit sich oder mit uns. In Wahrheit auch die neue Gemeinschaft, die gegründet ist, die die Kirschblüten heilig findet. Auch dort wird Lydia in der nächsten Zeit wieder mal vorbeikommen und einen Gruß ausrichten. Auch dort wird der Marco wieder mal ein paar Geschichten vorlesen für die ganzen Soloturner, die in Wahrheit so solo sind, dass man sich fragt, wo das Tun ein Anfang und wo der Anfang ein Ende findet und wo wir einfach Freunde sein können. In Wahrheit grüße und schütze ich all die lieben und guten Feen und Heiler und auch Gesegneten. Seid euch selbst und freut euch, dass wir dankbar sein können. Dankbar, auch wenn wir in unserem Waterloo stehen, wie Napoleon es sagen würde. Valhalla lässt grüßen, würden die Wikinger sagen. Wir freuen uns, euch Dankbarkeit in Lydias Namen, von Marco, von uns allen zu schenken und hören Lydia jetzt weiter zu, indem ihr weiter jetzt danach träumt und euch freut, dankbarer Mithörer in einem alten Jahr zu einem neuen Jahr geworden zu sein. Ich grüße euch und segne euch im Namen des allumfassenden Seins. Danke für das Zuhören. Homa tasi kamashan amen.